Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Uncharted 4. So, meine Lieben, wir gehen nun in die Höhle. Geschafft. Ein ziemlicher Umweg. Oh yeah. Mal sehen, was Avery hinterlassen hat. Ja, bitte. Hoffentlich was Gutes. Etwas, das uns weiterbringt, bitte. Diese Schorleinschweine waren direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Na, hoffentlich. Oh, kalt. Entschuldigung. Ich sollte nicht im eiskalten Wasser hier rumrennen anscheinend. Aber ich mach's trotzdem. Ach Mensch, ja, wir sind ja hier im letzten Part, da hatten wir, ich glaube, das war im letzten Part, da hatten wir einige Probleme, was diese dämlichen Shoreline-Kämpfer anging. Zum Glück habe ich nur leicht gefrühstückt. Weil auf so Klippen, ist das schon... Nathan, schwierig. Wir sind in einer Piratenhöhle. Sie labern die ganze Zeit. Oh Mann. Komm gar nicht dazwischen. Aber egal. Dann laber ich halt einfach nicht ganz so viel. Ich versuche es zumindest immer. Oh, ist das eine Tür? Sieht ganz danach aus. Nein, das ist wahrscheinlich ein Weihnachtsmann. Mein Gott, ist das eine Tür? Natürlich ist das eine Tür. Sieht man doch. Hier, sieh dir das an. Etwas glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Ich verliere meine Hand? Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Ernsthaft? Hallo, hallo. Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Two? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Two starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Twos Zeichen ist, was hat er dann mit all dem hier zu tun? Eine verdammt gute Frage. Ah, wer würdig ist, Kapitel 9. Die unwürdig sind, denke ich. Ich glaube, Avery oder Thomas Two will uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. Zum Glück. Zum Glück. Aber hier kann ich nichts dran machen, ne? Boah. Wir sollten mal langsam wirklich aufhören zu sprengen. Ich meine, wie doof kann man eigentlich sein? Also, jetzt mal ernsthaft. Wie dumm kann man eigentlich sein, dass man da anfängt, alles abzusprengen, wenn man nach etwas Altem, eventuell Unterirdischem sucht? Ja, manche können anscheinend wirklich sehr dumm sein. Aber dass dieser Rafe total dumm ist oder dämlich, das wissen wir ja schon. Die Brücke wirkt so sicher wie die andere. Oh, schon okay. Sie hält. Los. Wahrscheinlich bricht sie jetzt ein. Diese Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Aber klar doch. Piratenvorschrift. Nicht schlecht. Was eine gehässige Lache hier. Meine Güte. Wo krabbeln wir jetzt eigentlich? Ich hab jetzt noch Steine im Schuh vom Rutschen. Oh, nö. Pnü. Na gut. Okay. Oh, ich schaff das. Ah, ich hab's geschafft. Dann bin ich schon Profi. Ja, ich bin Profi. Also hat Two diesen Ort mit Avery erbaut. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht.
Avery versteckt seinen Schatz. Warum weiht er einen anderen Piraten ein? Vielleicht war der für ihn Teil seiner Mannschaft. Vielleicht hat er ihm so ein Dismas-Kreuz geschenkt. Ja, vielleicht hat Tu den Schatz eingesackt. Sag das bitte nicht. Na, wir werden es bald herausfinden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es nun Avery oder Tu ist oder wie auch immer. Ich bin gespannt. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Nö. Okay, dann geht's ja nur hier weiter, richtig? Richtig. Ich hoffe, es kommen keine Felsblöcke, die hinter mir herrollen. Also zurück gehen wir nicht da lang. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube gefallen oder so. Alles klar. Was haben wir denn hier? Das ist raffiniert, kann man wohl sagen. Das sieht merkwürdig aus, oder? Noch ein Hebel. Vorsichtig. Wow, da sind lauter Stacheln. Ja, ich zieh nur schnell die Hand da raus. Oh. Himmel. Wow. Ziemlich ausgedrückt. Test. Prüfung. Ja. Und der Typ hat wohl nicht bestanden. Machen wir es besser. Ach du Scheiße. Unten, da ist etwas. Ein Eimer. Okay. Was mache ich mit dem Eimer? Was jetzt? Wasser reintun? Hier war Wasser. Okay. Eimer voll. Ach, da hinten. Warte. Hier. Eimer voller Eimer. Eimer voller Eimer. Zurück okay. Auf das große Rad. Ja, warte mal. Lass uns doch erstmal gucken, was bewirkt das denn jetzt, dass der Eimer voll ist? Mal sehen, wofür die Räder sind. Okay, damit lässt sich wahrscheinlich das okay, drehen. Ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ist da was mit den drei Kreuzen? Ja, das sind Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gesters. Dann ist das weiße Kreuz Dismas. Und das schwarze ist Gesters. Ah, und wir müssen die jetzt so anordnen, dass die da reinpassen in die Leuchten. Das heißt so. Das weiße Kreuz, genau. Nee, warte. Nee, wir müssen erst das hier drehen, glaube ich. Warte. Ah ja, okay. So. So ist es jetzt aber noch nicht richtig. Und es ist immer noch nicht richtig. Wenn ich das jetzt drehe, dann wäre das doof, ne? Also drehen wir das. Aber das wäre dann auch doof. Ne, warte mal, ich muss das schwarze Kreuz woanders hinpacken. Vielleicht so. Dann das. Einmal da rein. Dann beides einmal drehen. So. Und dann das nicht drehen. Das hier drehen. Okay, und jetzt nochmal den hier drehen. Und dann haben wir es auch. Dann müsste es richtig sein. Und das war's? Du könntest am Hebel ziehen. Ja, ich glaube, wir müssen. Nathan, bist du dir ganz sicher? Bis gerade schon. Okay, wartet. Na also. Wir überprüfen das nochmal. Hey Sam, war Dismas links von Jesus? Guckst du von vorne oder von hinten drauf? Von vorne. Dann war er links. Okay, das habe ich auch. Ja, da müsste das aber so stimmen, ne?
Disma, Jesus und der Böse. Okay. Na komm, wir machen das jetzt. Wenn wir jetzt tot sind, dann sind wir halt tot. So. Was war das? Wow. Die wollten rauskommen, oder was? Die Kreuze sind definitiv alle am Platz. Na, dann ist es der Eimer wohl nicht. Da ist das Licht ganz oben. Ach ja. Wartet mal, vielleicht muss ja auch das mittlere Kreuz nach ganz oben. Ah, nein, 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 nein. Ah, nicht den drehen. Den auch nicht. Den hier. Vielleicht muss das mittlere Kreuz nach oben. So. Vielleicht. Ich versuch's nochmal. Oh Gott, ich habe Angst. Oh, okay. Das war viel zu knapp. Geht's dir gut? Noch atme ich. Okay, verdammt. Was könnte jetzt hier das Rätsels Lösung sein? Ich verstehe es noch nicht. Also, wartet mal. Das große Kreuz soll Jesus sein, richtig? Aber was kommt da oben hin? Der Eimer. Vielleicht kommt da ja doch was anderes hin. Warte, ich mach mal das Kreuz wieder nach unten. So. Vielleicht da oben ist noch irgendwie was, oder? Aber was sollte denn da oben hin? Ich kann doch nur hier das machen, ne? Hast du mal einen Tipp? Wartet mal. Wir könnten ja mal hier gucken. Hier ist gar nichts. Hinweis. Bringen Sie die Kreuze ins Licht. Die habe ich doch. Das habe ich doch gemacht. Aber irgendwas ist immer noch falsch. Aber ich habe das doch richtig gemacht. Also ich habe jetzt beide Varianten ausprobiert. Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer, was ich jetzt hier machen soll. Ich habe das so gemacht, wie es sein soll, aber es funktioniert nicht. Ich befürchte, wenn ich da jetzt nochmal dran versuche, bin ich tot. Und hier gibt es ja auch nichts, ne? Nö. Hier ist nichts. Was zum Kuckuck? Ich habe das so schön zusammengedreht, aber irgendwie funktioniert es nicht. Und bei dem Eimer kann ich nichts machen. Verstehe es nicht. Vielleicht muss ja auch das untere nach oben. Also das hier. Und das dann wieder in die Mitte. Aber das macht für mich auch keinen Sinn. Ich brauche einen Hinweis. Ich habe keinen blassen Schimmer. Von links nach rechts. Oben nach unten. Dismas, Jesus, Gestas. Tja, wenn ich das jetzt nochmal versuche, bin ich wahrscheinlich tot. Oh nein, ich kann das echt nicht. Ich habe da viel zu viel Schiss. Es tut mir leid.
Wartet mal. Das hier habe ich noch gar nicht gedreht, ne? Ah. Ich kann auch den Eimer nach... Ah. Wartet mal, dann packe ich doch den Eimer mal nach oben. Und Momentchen mal. Jetzt muss ich aber erstmal hier die Kreuze wieder in Position bringen. Oh Gott, wie gut, dass ich es jetzt noch nicht ausprobiert habe. So, wartet. Nee, Moment, ich drehe das nochmal eins zurück. So. Jetzt drehen wir das hier. Hey, warum hat sich was bewegt, als du den Eimer draufgestellt hast? Ein Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür. Okay. Eimer oben ist also gut. Lass ihn da. Okay, das muss es sein. Okay. Er ist raus. Wir? Ziehst du dann am Hebel? Oh nein. Diese Ehre will ich dir auf keinen Fall nehmen. Natürlich. Okay. Okay, ich glaube, so ist es jetzt wirklich richtig. Also werde ich das jetzt hier nochmal versuchen. Oh Mann. Oh, Gott sei Dank. Hui! Wenn das also ein Test war, was wurde dann genau getestet? Einen Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Naja, nicht allzu schwer, klar. Ich habe halt die ganze Zeit das mittlere Rad übersehen, sozusagen. Beziehungsweise ich wollte es eigentlich gar nicht drehen. Und habe auch dementsprechend nicht bedacht, dass ich ja auch den Eimer drehen kann. Und deswegen habe ich da jetzt ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht ganz so tragisch, dass man hier mal bei einem kleinen Rätselchen auf dem Schlauch steht, oder? Ich denke, so schlimm ist das nicht. Oh Gott. Bleibst du mal bitte stehen? Renn dir da einfach weiter. Ich fasse es nicht. Ich meine, klar, du kannst auch weiter rennen. Kein Problem. Wow. Oh, sehr gut. Wow, Vorsicht. Du wärst fast auf meinen Kopf gesprungen, Mensch. Okay. Wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke. Vorsicht, Nate. Gute Idee. Suchen wir einen Weg hoch. Hilfst du mir zur Leiter hoch? Na klar. Ja. Sobald die Kamera wieder bei mir ist. So, dann ab hoch mit dir. Okay. Ich habe hier oben was für dich. Ja, was denn? Versuche mit der an die Haltegriffe in der Mauer dazu kommen. Gute Idee. Dankeschön. So, vorsichtig, schön hier hinrollen. Perfekt. Was machst du denn da? Da sollst du hoch. Also manchmal weiß er auch nicht, wo er hin will, ne? Er ist denn hier mir nach. So. Ja, natürlich. Wir sollen ja da zur Brücke. So, schön um die Ecke. Moment, hier müssen wir hoch. Wow. Ich gehe jetzt hier rum, ne? Die machen es einem echt nicht leicht, oder? Nö. Es war bestimmt leichter, als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Ja, das stimmt wohl. Mal sehen, was hier drin ist. Hallo? Ich will da auch gucken. Hey, die Decke ist niedrig. Pass auf dein Au. Ja, ich pass auf meinen Au. Hier lang. Ja, warte doch mal. Was ist denn hier? Oh. Ich sehe hier ein Licht. Ah. Oh, Katakomben. Na oh, super. Das ist logisch. Unter einer Kathedrale.
Okay. Können wir hier irgendwas dran machen? Nee, ne? Aber hier können wir durch. Das ist jetzt aber nicht der Weg zur Brücke, oder? Und wieso macht er eigentlich das Licht immer aus, wenn ich hier irgendwo rumspringe? Hey, warte. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder Sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die Sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte für den Fall der Die Auktion Fälle. War die sauberste Art, Aber das Kreuz zu bekommen. Mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist... Ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Hey. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hatte recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt's? Ist doch unwichtig. Ja, ist doch unwichtig. Mensch, da ist aber einer sauer, ne? Würde ich Welchen mal meinen. Anbau, die wohl gesprochen haben? Es muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand. Und wir stehen hier auf der Klippe rum und deswegen würde ich sagen, ich mache mal eben auf Pause und mache einen Cut und wir sehen uns in einem neuen Part wieder. Bis dahin, tschüssi!